Der Wald erwacht aufs Neu in vielen Farben. Der weiße Winter räumt, er graut das Land. Der Frühling will mit Macht sein Recht jetzt haben. Die Jahreszeiten reichen sich die Hand. Alles wandelt sich zur rechten Zeit. Altes wird verjüngt in Wolken. Und aus geschmolzenem Schnee entsteht ein Fluss, und er allein bestimmt nur seinen Lauf. Vögel zwitschern froh als Morgengruß, Bäume haben wieder einen Blätterhut auf. Um alle Lebewesen ziehen ihre Jungen auf und helfen sich. Die Blumen sind vom Kälteschock genesen, schmücken mit Blüten sich für dich und mich. Alles wandelt sich zur rechten Zeit. Altes wird verjüngt in Wald und Flur. Alles richtet sich nach einem nur, nach der Natur. Nach der Natur. Hör auf rumzutoben, Bobo. Es war ein langer Winter und wir sollten einen so schönen Tag wie heute genießen. Immer wenn du Großvater im Wald hilfst, machst du dich so furchtbar dreckig. Und das mag ich einfach nicht leiden. Nur weil du ein kleiner Hund bist, musst du nicht gleich wie ein Rudel Wölfe riechen. Jedenfalls nicht, solange ich hier etwas zu sagen habe. Und das habe ich nun einmal. Also, diese Angie hat wirklich ein Herz aus Gold und sie ist so verantwortungsbewusst für ein junges Mädchen. Niemand im Wald wird so fürsorglich umhegt wie Bobo. Bleib schön da drin sitzen, ich hole eine Bürste. Du hast ja den halben Wald in deinem Fell drin. Naja, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du wunderbar duften. Wie ein Gänseblümchen. Was für ein schöner Tag für ein Bad, mein Freund. Wow, also das war wirklich toll. Ach, weißt du, Bobo, ich versuche nur, meine Pflicht zu erfüllen. Ich wünschte, ich könnte so gut aufs Haus aufpassen wie du auf den Wald. Bis jetzt muss ich nur aufpassen, nicht alles schmutzig zu machen. Das kann man nun leider wirklich nicht als allzu wichtige Aufgabe ansehen. Alle Aufgaben sind wichtig, Bobo, egal ob sie groß oder klein sind. Und deine Aufgabe scheint mir jetzt baden zu sein. Oh, mein Kreuz! Ach, Dr. Eule, ich würde viel lieber mit meinen Freunden spielen. Mit Puffer, Coco, Theo, Maxi, Julchen, Carotta. Aber, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und da wir davon sprechen, fällt mir ein, ich habe den lieben langen Tag noch eine Menge zu tun.
Ich werde ein Handtuch holen und dich trocken rubbeln. Ach, Bobo, ich muss es immer wieder sagen. Angie ist ein bezauberndes Geschöpf. Leider habe ich keine Zeit mehr. Einen schönen Tag. Mach's gut, Eule. Ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf, der mich sicherlich an meine Pflichten erinnern soll. Habe ich wohl Federn gelassen. Tja, also, dann werde ich mir unsere ungeladenen Gäste mal aus der Nähe ansehen. Allein, kleines Fräulein. Ich habe sie überall gesucht, Dr. Eule. Puffer steckt fest und wir brauchen ihre Hilfe. Puffer, wenn du noch dicker wirst, musst du eine Bärenhöhle umziehen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich immer Hunger habe, Theo. Vielleicht sollten wir ihn einfach hier lassen, Papa. Dann kann hier nachts niemand reinkommen. Nicht einmal ein Albtraum. Dr. Eule hilft uns. Hallo. Oh, Dr. Eule, dem Himmel sei Dank, dass Sie da sind. Puffer steckt fest und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Habt ihr es schon mit Schieben versucht? Ja, haben wir. Und mit Ziehen? Wir ziehen wie verrückt. Wenn wir noch stärker ziehen, reißen wir ihm die Ohren ab. Mal sehen, ist es E gleich MC Quadrat oder Beschleunigung der Masse mal Geschwindigkeit gleich Triebkraft? Dr. Eule, ich glaube, die Formel, nach der Sie suchen, ist, dass jede Aktion eine gleich starke Reaktion zur Folge hat. Ja, natürlich. Aus dir wird langsam eine richtig kluge junge Dame, Coco. Bist du bereit, Puffer? Ich glaube, ja. Dr. Eule, wird es wehtun? Puffer, du bist total überfressen! Bitte sei nett, Theodor Ingrid. Puffer ist ein vollkommen normaler Junge. Bitte sag diesen Namen nicht, Mama. Ich hasse es, wenn du mich so nennst. Ins Bett mit euch, alle. Wie können wir Ihnen jemals danken, Dr. Eule? Ach, Serena, ich mache nur meine Arbeit. Und das machen Sie ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ab ins Bett mit euch. Wir gehen morgen wieder auf Futtersuche. Wie ihr sehen könnt, haben wir nur noch ein Rübchen. Hast du gehört, wie mein Magen rumort, Papa? Kann ich sie jetzt nicht gleich haben? Ach was, das hat draußen nur gedonnert, Puffer. Sei jetzt still, mach die Augen zu und zähl Schafe. Schafe kann ich nicht essen. Ich werde Karotten zählen. Ja, dicke, fette, saftige Karotten. Also eine... zwei... Kau hier drauf rum, Fresssack! Theodor Ingfried. Mama, können wir morgen nicht mal Bobo besuchen? Ja, ich vermisse ihn so sehr. Ja, wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Das war, bevor es das erste Mal geschneit hat, Puffer. Wenn wir genug Futter gefunden haben und es morgen ein schöner Tag wird... Meinetwegen, dann könnt ihr zu ihm. Er hat uns wahrscheinlich schon längst vergessen und denkt nicht mehr an uns. Ich kann dir versichern, Julchen, Bobo denkt sehr oft an euch. Möglicherweise trefft ihr ihn, wenn ihr auf Futtersuche geht. Er ist jetzt älter und hilft schon ab und zu dem Förster. Ich wünschte, ich hätte manchmal auch jemanden, der mir hilft. Ich frag mich, ob Bobo... Nein, das wird wohl nichts. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen.
Naja, also, nehme ich an? Irgendetwas über mich anzunehmen ist höchst gefährlich, mein Herr. Max Bratspieß, eure Lordschaft. Kommen Sie rein, bitte folgen Sie mir. Herr Rattenzahn erwartet Sie schon. Ich möchte mit Ihnen über das Einfangen der Tiere sprechen und ich möchte einiges von Anfang an unmissverständlich klarstellen, Herr Rattenzahn. Hubert Rattenzahn, Jäger und hochwohlgeboren. Ja, ja. Vielen Dank, mein lieber Max. Ja, steht zu Diensten, Sir. Bitte nennen Sie mich Hubert, Herr Alm. Ja, ist schon gut, Herr Rattenzahn. Bitte, ich würde es wirklich vorziehen, wenn Sie mich Hubert... Wie in diesem Brief bereits steht, benötige ich Ihre Dienste, um sämtliche hier aufgelisteten Tiere einzufangen. Ja, ein kleines Missgeschick. Herr, darf ich Sie höflichst fragen, warum Sie diese kleinen Biester einfangen wollen? Ja, es ist doch viel leichter, sie mit einer Knarre abzuknallen, als diese Mistviecher mit einem Netz in der einen und mit einem Strick in der anderen durch den Wald zu jagen, über Bäume zu stolpern und durch den Schlamm zu latschen. Max! Aber da habe ich doch recht. Das sollten Sie mir überlassen. Natürlich. Meine Beweggründe, gehen Sie nichts an. Die Tiere dürfen nicht verletzt werden. Ich möchte sie nur lebendig. Wir werden Ihnen kein Haar krümmen. Darauf können Sie sich verlassen. Eine Schwanzfeder auch nicht. Nicht mal die. Naja, vielleicht ein bisschen knicken. Nein, auch nicht. Also, haben wir uns verstanden. Sie werden jedes Tier, das auf der Liste steht, bis zum Sonnenuntergang am Freitag liefern. Oh, ich muss Hilfe holen. Also, noch einmal. Machen Sie Ihre Arbeit gut und Sie werden es nicht bereuen. Hubert. Dr. Eule. Psst, leise, Bobo. Der Wald ist in Gefahr. Wieso? Was ist passiert? Es sind Wilderer unterwegs. Die wollen die Tiere des Waldes fangen und sie von ihren Familien trennen. Ich brauche deine Hilfe. Aber klar doch. Psst, immer schön leise bleiben. Es wird höchste Zeit, dass ich ein paar mehr Aufgaben habe, als das Haus zu bewachen. Bobo, weißt du, du bist sehr mutig, aber auch noch sehr jung. Hier geht es um ein großes Problem mit erwachsenen Menschen. Ja, vielleicht ist es selbst für mich zu groß. Aber wie kann ich dir denn dann helfen? Du musst versuchen, Angies Großvater zu warnen. Er ist der Förster. Er muss von den Fremden im Wald und ihren bösen Plänen erfahren. Ist das alles? Das ist eine Menge, Bobo. Versteh doch, du hast Ohren, um die Gefahr zu hören und Augen, um sie zu sehen, eine Nase, um sie aufzuspüren und kannst bellen, um andere zu warnen. Ich bin auch schnell auf den Pfoten und bin stark und hab scharfe Zähne. Ich bin sehr schlau, aber ich möchte noch viel mehr. Ich möchte Heldentaten vollbringen, wie du. Diese Zeit wird bestimmt bald kommen, mein Freund. Aber im Moment ist es wichtiger, wenn du... Ich weiß. Ich soll Angies Großvater vor der Gefahr warnen. Huhu, Bingo! Du möchtest deine Träume schnell erreichen. Bemühst dich jeden Tag schön brav und gut zu sein. Das ist lobenswert, aber sei geduldig. Denn erwachsen wirst du nur auf eine Art allein. Komm, glaub mir, du wirst mehr Verantwortung bekommen, wenn du beweist, dass du bereit bist für die Last. Gehe immer Schritt für Schritt, denk in jeder Lage mit. Das macht dich schlau, du weißt genau, dass du eine Zukunft hast.
steigt den Berg des Lebens nur Pfote hinter Pfote. Jeder schwere Schritt verbessert deine Lebensnote. Mancher Rückschlag, mancher Fehler fürs Leben wichtig ist. Wenn du draus lernst, beweist es, dass ein wahrer Held du bist. Denk stets dran, du wirst mehr Verantwortung bekommen, wenn du beweist, dass du bereit bist für die Last. Gehe immer Schritt für Schritt, denk in jeder Lage mit. Das macht dich schlau, du weißt genau, dass du eine Zukunft hast. Betrachte jeden Fehltritt als Anfang, nicht als Schluss. Denn Weisheit ist ein Preis, den man sich verdienen muss. Bald kannst du jeden retten, der in der Klemme ist, weil du jetzt aus Erfahrung so stark und mutig bist. Vergiss nicht, du wirst mehr Verantwortung bekommen, wenn du beweist, dass du bereit bist für die Last. Gehe immer Schritt für Schritt, denk in jeder Lage mit. Das macht dich schlau, du weißt genau, dass du eine Zukunft hast. Okay, das sieht schon richtig gut aus. Bobo! Bobo, gib mir die Karotte. Bobo, Bobo, der Schneemann braucht doch eine Nase. Bobo, her damit, Bobo. Bobo, warum sieht der Schneemann nur so traurig aus? Vielleicht, weil ihm kalt ist? Aber wenn einem Schneemann nicht kalt ist, dann schmilzt er. Dann hätte er wirklich einen Grund, um traurig zu sein. Freu dich, solange du kannst, Schneemann. Der Frühling hält nämlich schon bald Einzug. Das ist gut für uns, aber nicht gut für dich. Bobo? Bobo! Bobo, heute wirst du nicht mit Großvater in den Wald gehen. Heute bleibst du zu Hause und spielst mit mir. Sie könnten sogar eine Wache vorm Buckingham-Palast täuschen, Captain. Vielleicht sogar zwei? Zwei? Wieso glaubst du nicht alle? Fordern Sie das Glück nicht heraus. Bobo, lass los. Da hat sie recht, kleines Kerlchen. Wir wollen doch einen so wunderbaren Mantel nicht kaputt machen. Nein, das wollen wir nicht. Ist dein Großvater zu Hause, kleines Fräulein? Ja, Herr... Lustig. Nenn mich doch einfach Herr Lustig und schon sind wir alle gut drauf und glücklich. Mein Großvater ist der Förster hier, Herr Lustig. Seine Aufgabe ist es, den Wald und die Tiere zu beschützen. Ja, ich weiß, das ist nicht einfach. Einfach was? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Einfach wundervoll. Ich finde, das trifft es genau. Wundervoll. Lass sofort den Mantel los, Bobo. Hast du nicht gehört? Du sollst den Mantel von dem netten Mann loslassen. Großvater, das ist Herr Lustig. Er wollte gern mit dir sprechen. Ein bezauberndes kleines Ding. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Lustig? Sie sind wirklich außerordentlich freundlich, Sir. Das könnte schon irgendwie stimmen. Ich bin Schaumrocker, Raumschocker. Baumdoktor, mein Wertester, ich wollte Sie bitten, ein paar Tage und Nächte Ihre Bäume beobachten zu dürfen, um irgendwelche Insekten aufzuspüren, die Ihren wundervollen Forst gefährden könnten. Es wäre eine ungemein ehrenvolle Aufgabe für mich, an der Erhaltung Ihres gepflegten Gehölzes mitwirken zu dürfen. Ich bin mit den Schädlingen, die die Natur zerstören, gut vertraut und ich überprüfe sie selbst regelmäßig. Ja, davon bin ich überzeugt, aber Sie sind nicht mehr der Jüngste und es könnte doch irgendwo schadbringendes Ungeziefer rumkreuchen. Ich versichere Ihnen, dass ich ein ungetrübtes Auge habe für Ungeziefer. Wie darf ich das verstehen, Sir? Was ist los, mein Junge? Stimmt was nicht? Ihre Bitte ist abgelehnt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemandem das Fell über die Ohren zu ziehen. Ei, ei,
Captain. Nicht so schnell, Captain. Warum hast du Herrn Lustig nicht erlaubt, unsere Bäume anzusehen? Weißt du, dieser Herr Lustig war mir irgendwie zu freundlich, Mäuschen. Auch sein Name klingt merkwürdig. Außerdem haben Tiere meistens das bessere Gespür für Menschen. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, mich auf ihre Instinkte zu verlassen. Ab sofort ist endgültig Schluss mit Lustig! Captain, um Himmels Willen, Sie haben soeben den Rückspiegel zerbrochen. Sie wissen, dass das 7 Jahre Pech bedeutet. Sie vergessen, wen Sie vor sich haben, Max. Pech bedeutet nur für diejenigen Unglück, die nicht wissen, was sie tun. Sind Sie auch wirklich sicher, dass die Tiere dabei nicht verletzt werden? Sie wissen, was Herr Allmacht... Also, ich weiß selbst, was Herr Allmacht gesagt hat. Natürlich, ich bin ja nicht blöd. Aber mit dieser Futterstelle hätte es uns der alte Mann kaum leichter machen können. Das wird eine unserer leichtesten Übungen. Sie mich mal, Captain. Kein Laut, Max. Ja. Was? Der Kelch ist dort zum Saufen? Die Eule war es, die da oben! Genau, die Keule hat mir das Hirn verschoben. Du. Vorsicht! Oh, der Elch und die Eule, jetzt sind sie beide weg! Schneller! Lauf, Maurice, lauf! Du musst weiterlaufen! Folge mir, Maurice. Ich habe eine Idee. Bleib stehen, Maurice. Du wartest hier auf den Wilderer. Ich soll auf ihn warten? Vertrau mir. Jetzt hab ich dich endlich. Du gehörst mir, nur mir allein. Jetzt! Herr Bratspieß! Herr Bratspieß! Ein paar Freunde von mir, die Wiesel, haben mir vor langer Zeit erzählt, dass die alte Eule ein Beschützer des Waldes ist. Einer der Wächter. Einer der Wächter? Der alte Förster ist der andere, aber er kann den Wald nicht die ganze Nacht beobachten. Ich glaube, dann übernimmt die Eule. Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Gesundheit. Dann müssen wir diese Eule loswerden, Max. Und zwar so, dass ihre Kratzekrallen nach oben in den Himmel raufzeigen. Nein, Captain. Warum fangen wir dieses Federvieh nicht einfach? Das würde unseren Profit noch steigern, so berühmt wie dieses Vögelchen ist.
Immer wieder Gesundheit. Wer von uns beiden ist eigentlich das Hirn hier, Herr Bratspieß? Nun, Sie natürlich. Ich habe nur oberflächlich gedacht. Getroffen. Wer von uns beiden ist also der Hilfsdenker, Herr Bratspieß? Mal sehen. Tja, ich bin's. Das bin sicher ich. Nur ab und zu klickert wohl irgendetwas in meiner Birne. Bei Ihnen klickert was anderes. Warum behaupten Sie, dass das Ihre Idee war? Ihre Idee, meinen Sie? Ich bin der Denker hier. Ja, stimmt genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich bin ganz sicher, das war Ihre Idee, Captain. Ich bin einfach schon so lange mit Ihnen zusammen, dass ich immer weiß, was Sie denken. Ja, das muss es sein. Psst, da ist doch irgendwas, Herr Bratspieß. Was denn, Captain? Unser Mittel zum Zweck, Herr Bratspieß. Unser Mittel zum Zweck. Besonders für diese verdammte Eule. Captain, was haben Sie da? Ein Köder, Herr Bratspieß. Ein Köder. Kommen Sie, Herr Bratspieß. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ist sehr schwer, Captain. Strengen Sie sich an. Könnten Sie nicht mit anfassen? Irgendjemand muss die Übersicht behalten, Herr Bratspieß. Außerdem muss ich mich um die Durchführung unseres Planes kümmern. Ist denn mein kleines Grausmäuschen bereit? Tja, möglicherweise erfordert mein Plan, dass du dich für unsere Sache aufopferst. Wenn diese Eule gedenkt, ihr Abendessen einzunehmen, hab bitte Verständnis dafür, dass du dieses Abendessen sein wirst. Oh. Oh. Nein! Nein! Psst, da kommt jemand. Nun liegen Sie doch nicht einfach nur so darum, Herr Bratspieß. Muss ich denn immer alles alleine machen? Helfen Sie mir, das Ding zu verstecken! Hier war jemand, der hier nichts zu suchen hatte, nicht wahr, Bobo? Würde mich nicht wundern, wenn Herr Lustig dahinter steckt. Was meinst du? Das muss einer dieser befallenen Bäume sein, von denen er sprach. Sieht aus, als müssten wir unsere Augen offen halten. Herr Lustig dürfte nicht mehr weit sein. Mir scheint, dass wir einen bestimmten alten Förster loswerden müssen, nicht wahr, Herr Bratspieß? Beeilung bitte, Herr Bratspieß. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Blöde Erkältung. Ausgezeichnet. Wenn ich noch ein kleines bisschen böser wäre, dann müsste der Teufel auf Arbeitssuche gehen. Ich bin fertig, Captain. Runter mit Ihnen! Als wollten diese Wilderer jetzt mir ins Gehege kommen. Sei gegrüßt, kleiner Freund. Du musst keine Angst haben. Ich werde dich nicht fressen. Ach, wirklich nicht? Aber ich dachte, alle Eulen würden uns Mäuse fressen. Ich bin nicht alle Eulen, mein Freund. Ich bin Dr. Eule. Zum Glück für dich bin ich etwas ganz Besonderes. Genauso wie du. Du bist nämlich auch etwas Besonderes, weißt du? Ach, wirklich? Aber natürlich, jeder ist doch was Besonderes. Da ist sicher was dran, aber ich bin doch nur eine Maus. Wenn ich noch kleiner wäre, gäb's mich doch gar nicht. Was soll denn nur eine Maus bedeuten? Du hast doch einen Namen. Hannibal. Dann bist du sogar etwas Besonderes. Jeder, der einen Namen hat, ist etwas Besonderes. Hey, ich habe auch einen Namen. Das heißt, ich bin auch etwas ganz und gar Besonderes, nicht wahr? Was plapperst du bloß wieder so blöd rum? Besser, wir verschwinden hier, Dr. Eule. Diese schrecklichen Menschen treiben sich immer noch hier irgendwo rum. Sei unbesorgt, mein Freund. Ich weiß genau, wo die sind. Und auf das Tor! Die beiden Gestalten sind doch schlauer, als ich gedacht habe. Kumpel, du musst die anderen schleunigst warnen. Sag ihnen, was passiert ist. Aber ich bin doch nur eine Maus. Ich Hannibal, weiß nicht, ob... niemand ist nur irgendetwas. Du bist etwas Besonderes und jetzt hast du eine Aufgabe zu erfüllen. Und das macht dich sogar noch wichtiger.
Und jemand, der etwas Besonderes und Wichtiges ist, findet für alles irgendeinen Weg. Und jetzt beeile dich, Hannibal, beeile dich! Ja, und für Trainer auf Glatteis. Hab ich dich! Sie haben was, Captain? Na? Gesundheit! Holen Sie mir mein Motorrad, Herr Bratspieß. Die Eule bleibt im Schloss hinter Riegeln. Nehmen Sie sich einen Tag frei. Ich muss mich erst mal auskurieren. Sie wollen erst mal Ihren Schlucken auskurieren, nicht, Captain? Dann schnappen wir uns die anderen und machen einen Batzen Geld. Ja, ja, Geld. Batzen! Gesundheit, Sir! Auf zum Schloss! Zum Schloss? Die Eule hat wirklich geglaubt, sie wäre schlauer als ich, nicht wahr, Herr Bratsch? Das muss man ihnen lassen, Captain. Sie zeigen allen, wer das Ruder hier in der Hand hält. Bin ich nun das achte Weltwunder oder wie würden Sie mich betrachten, Herr Bratspieß? Das sollten wir später besprechen, Sir. Das ist doch alles Schnee von gestern, Heikedine. Aber haben Sie schon das Neueste gehört? Ich rede von dem Stinktier unten in der Höhle. Ich meine das mit den Streifen auf dem Rücken. Ich dachte, alle Stinktiere haben Streifen auf ihrem Rücken. Also letzte Woche kam ein bestialischer Gestank aus dieser Höhle. Sie waren bei der Höhle? Papa, aber nicht doch. Hallo. Haben Sie einen Flügelschlag geglaubt, ich würde mich mit übel riechenden Höhlenbewohnern abgeben? Hey, ihr Vögel. Und mir ist noch etwas zugeflötet worden. Gerüchte. Es gibt nichts Schlimmeres als Gerüchte, Tratsch. Das muss ich Ihnen ganz von vorne erzählen. Hey, ihr Vögel. Oh. Was zur Katze war das? Der Ruf eines Mausgetier! Was ist ein Mausgetier? Nur eine halbe Portion, aber das ist jetzt unwichtig. Ich brauche euch, um alle Tiere des Waldes zu warnen. Wovor warnen? Dass der ganze Wald in Gefahr ist und jeder soll helfen. Aber nicht mit mir. In Gefahr? Was ist das für eine Gefahr? Dr. Eule hat mich losgeschickt, um euch von dieser Gefahr zu berichten. Oh, Dr. Eule, das ist selbstverständlich etwas anderes. Wenn Dr. Eule meine Hilfe braucht, ich werde für einen Monat das Waldgespräch sein. Oh nein, für Jahre. Ich werde in aller Munde sein. Also komm, Mausgetier, sagtest du? Wir haben eine Menge zu tun. Das dürfte für eine ganze Weile ausreichen. Diesmal war es aber nicht der Donner. Das war mein Magen. Ich habe schon wieder Riesenhunger. Mama? Du hast gesagt, wenn wir genug Futter gefunden haben und es ein schöner Tag ist, dürften wir Bobo besuchen gehen. Naja, wir sind nicht weit weg von seinem Zuhause und es ist ein schöner Tag. Na gut, ihr wart richtig fleißig und es ist noch früh. Ihr dürft ihn besuchen, aber bleibt nicht zu lange. Ja! Inzwischen ist Bobo ganz bestimmt viel größer und stärker geworden. Wir gehen ihn nicht besuchen, um zu wissen, wie groß er ist. Außerdem bin ich genauso groß wie er. Komm schon, Theo, du möchtest doch auch zu ihm. Naja, irgendwie hast du vielleicht recht. Hoffentlich ist er nicht zu groß, falls er sich nicht mehr an uns erinnert und gern Hasen jagt. Sei doch nicht albern, Maxi. Eure Mutter und ich bringen das Futter heim. Viel Spaß und bitte seid vorsichtig. Ihr seid die besten Eltern auf der ganzen Welt. Hey, wartet auf mich! Bobo wird auf sie aufpassen. Und außerdem ist es schön, dass wir mal einen ruhigen Nachmittag für uns haben, Serena. Notstandssitzung an der Futterstelle. Wir sind alle in großer Gefahr. Holt eure Familie mit und beeilt euch. Unser aller Leben steht auf dem Spiel. Kommt zur Futterstelle bei der Lichtung. Notstandssitzung an der Futterstelle. Er muss da drin sein. Na los, lasst uns nachschauen. Puffer, kannst du was sehen? Oh, wow. Essen. Riesenmengen von Essen. Nein, Bobo. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Hast du schon wieder vergessen? Du musst lernen, dich am Tisch zu benehmen.
Was ist mit Bobo? Ach ja, der ist auch da. Aber ihr müsstet dieses Essen mal sehen. Was machst du so lange da oben, Puffer? Hallo? Ja, hier spricht Dr. Nein. Ich arbeite an der medizinischen Fakultät in Dallas. Ja? Nicht ja, Sir. Nein. Dr. Nein. Ja, nein. Ja, nein? Ja. Ich rufe Sie wegen Ihrer Schwester Flo an. Oh, nicht Flo. Doch, doch. Ich fürchte doch. Geht es ihr gut? Nein, tut mir leid. Sie hatte einen Unfall. Besser, Sie kommen hierher. Schnurstracks. Kann ich mit ihr reden, Dr. Nein? Ich lege keinen Wert auf Ihre Anweisung, Herr Bratspieß. Mit ihr reden? Nein, Sir. Das ist unmöglich. Sie ist schwer krank. Oh, ja, ich verstehe, ja. Ich komme sofort. Ja, nein, Dr. Nein. Ja, nein, ich weiß. Lief wie geschmiert, Herr Bratspieß. Sie sind ja so clever, Captain. Ja, und Sie sind so ein Glückskind, Herr Bratspieß, in meinem Schatten zu stehen und sich vorstellen zu dürfen. Es wäre der Ihrige. Davon werden Sie noch Ihren Kindern erzählen. Ich kann's kaum erwarten, Captain. Was ist denn los, Großvater? Tante Flo hatte einen schrecklichen Unfall. Wir müssen uns beeilen. Schließ alle Türen und Fenster, Mäuschen. Stell Bobo genug Futter und Wasser hin. Das wird er brauchen. Zieh deinen Mantel an, Angie. Es ist eine lange, kalte Fahrt, die vor uns liegt. Bobo, und du passt aufs Haus auf. Das schaffst du schon. Du bist stark und mutig. Außerdem werden wir bald zurück sein. Beeil dich, Angie. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Mach's gut, Bobo, und sei brav. Lasst uns lieber gehen. Au! Tja, das sollte ich euch von Dr. Eule ausrichten. Oh, was können wir denn da nur machen? Ohne dass Dr. Eule auf uns aufpasst, sind wir alle verloren. Armer Dr. Eule. Wir müssen Bau und Höhle verlassen. Oh nein. Und alle in einen anderen Wald umziehen. Dr. Eule wüsste, was zu tun ist. Du hast völlig recht. Aber was sollen wir machen? Wir können sie nicht austricksen, diese bösartigen Menschen. Und ich muss es ja wissen. Und ich bin nicht schnell genug, um was ausrichten zu können. Naja, ich bin nicht schlau genug. Das ist nicht dein einziges Problem. Sie werden dich durch den ganzen Wald riechen. Außerdem, was könnte irgendjemandem einfallen zu tun, was ich nicht schon längst getan hätte? Tja, wir sind eben nur Tiere. Nein, Dr. Eule hat gesagt, wir sind nicht nur irgendjemand, wir sind etwas Besonderes. Niemand ist ein Niemand, das gilt für dich und mich. Ich bleib egal, ob groß, ob klein, was Besonderes ich bin ich. Mut ist wichtiger als Größe, Körperwuchs ist oft nur Schein, mit innerer Kraft werd ich stets Sieger sein. Das gilt für euch und jedermann auf der ganzen Welt. Drum blickt voll Stolz empor zum Himmelszelt. Vertrau auf dein Können, fass ein Herz dir und im Nu, wirst du es sehen und es verstehen, dass wir. Sei niemand, das gibt dem Herzen Ruhe. Du bleibst egal, ob groß, ob klein, was Besonderes du bist du. Wir wollen niemals nie mehr sagen, jeder weiß doch, dass es kann.
auf Selbstvertrauen, darauf kommt es an. Das gilt für uns und jedermann auf der ganzen Welt. Wir blicken stolz empor zum Himmelszelt. Wir's gebraucht, du im Leben, nimm dein Mut gewaltig zu. Bereit zu sein, das zählt allein, denn das Wichtigste bist du. Wir werden unser Zuhause verrammeln, vernieten und vernageln. Ich werde meine Zähne wetzen. Und ich werde zum Himmel stinken, das könnt ihr mir glauben. Ich habe auch eine persönliche Duftnote. Und wir? Ich werde meine Familie dort verstecken, wo sie niemand finden kann. Ich kann mich da nur an mich selbst zurückziehen, aber immer noch genug Platz für meinen Freund, den Biber. Ich werde nur einfach still dastehen, dann werden die bösen Menschen glauben, ich wäre ein Baum oder ein Fels. Ein Fels ist genau richtig. Maurice, du siehst aber nicht aus wie ein Fels. Du bist doch nur neidisch, weil du das nie könntest, Priscilla Opossum. Was könnte ich nicht? So aussehen wie ein Fels. Papa, warte auf mich. Jetzt sind alle weg. Wenn doch nur Dr. Eule hier wäre. Irgendwas müssen wir unternehmen. Nach Hause gehen zum Essen. Nein, hör zu. Wir sind mutig und stark. Das hat uns Bobo gezeigt. Wir könnten Dr. Eule retten. Meinst du? Können wir nicht. Maxi, was bleibt übrig, wenn du das Wörtchen nicht einfach weglässt? Ein kurzer Satz, glaube ich. Nein, es bleibt... Wir können, wir können, wir können! Naja, wenn das so ist... Sollten wir nicht erst Mama und Papa um Erlaubnis fragen? Dazu haben wir zu wenig Zeit. Aber wenn wir das Schloss nicht finden, wir könnten uns verlaufen. Ich bin schon oft über dieses Schloss geflogen. Ich kann euch den Weg zeigen. Sie würden uns helfen, Herr Habicht? Sie waren sonst immer so ein Habicht. Die Sicherheit von uns allen steht hier auf dem Spiel, mein Kleines. Meine übrigens auch. Pabla, sagst du unseren Eltern, dass wir Herrn Eule retten und sie sich keine Sorgen machen sollen? Wer, ich? Aber ich bin ein Niemand. Dein Name ist doch Krabbler, oder? Ja, ganz richtig. Dann bist du auch kein Niemand. Du bist ein Krabbler. Ich wiege kaum etwas, also wenn sie nichts ausmacht. Ab in die Lüfte! Aussehe, Maxi. Ach, Karotte, ein bisschen Schlamm schadet nicht. Kann sogar eine Menge Spaß machen. Was denn das? Ich möchte, dass du auch Spaß hast. Was machen die da bloß für ein Blödsinn? Verspielte Häschen können wir im Moment so gar nicht gebrauchen. Und ein Sturm zieht auf. Noch etwas, was total ungelegen kommt. Oh nein, unsere Lieblinge versuchen, Dr. Eule zu retten. Ihr sollt euch keine Sorgen machen, sagen sie. Wir sollen uns keine Sorgen machen? Was können wir nur tun, Zoll? Wir müssen zum Förster und zum kleinen Bobo gehen. Dieses Zeug ist klebrig. Und so schwer abzukriegen. Julchen, du wirst dich zu Tode erkälten. So können wir doch nicht aufs Schloss gehen, so verdreckt, wie wir jetzt aussehen. Naja, die haben uns eigentlich gar nicht eingeladen. Außerdem müssen wir clever vorgehen. Bobo wäre sehr stolz auf uns. Sind denn Schlammkugeln mit Augen drin clever? Da drin ist es bestimmt so dunkel, wie dieser Schlamm ist. Wenn wir so dreckig bleiben, sehen die uns vielleicht gar nicht. Naja, sie sehen uns vielleicht nicht, aber sie werden uns sicher hören. Psch. Entschuldigung. Nein, schon, das schaffen wir. Na los doch, keine Ahnung. Sich zusammenstellen. Ja, los! Na, kommt! Ahnung, was ihr hier wollt. Aber wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr schleunigst hier wieder verschwinden. Und wohin jetzt?
hier entlang. Das ist der Plan. Wir können uns nicht erlauben, dass irgendetwas schief geht. Deshalb seid ihr hier, meine kleinen gehässigen Gestalten, als meine Wachen. Außerdem wird diese Eule nicht mehr allzu lang unter uns weilen. Und nach getaner Arbeit, meine heißhungrigen, gibt es saftigen Hasenbraten. Bis dahin kriegt ihr nichts mehr zu essen. Hey, ich hab doch die Eule gefunden. Hier drüben. Dr. Eule! Schnell, schließ die Tür! Wir sind gekommen, um Sie herauszuholen, Dr. Eule. Eure Absichten sind wirklich lobenswert, aber eure Taten nicht sehr weise. Ihr hättet nicht herkommen dürfen, meine Freunde. Diese Menschen sind so schlimm, wie man nur schlimm sein kann. Es sind Wilderer. Was sind Wilderer? Wilderer sind böse Menschen, die das Gesetz brechen. Sie töten Tiere für Geld. Dann sollten wir uns beeilen. Gut gemacht. Wisst ihr, wenn ich gewusst hätte, dass ihr mich heute beehrt, hätte ich euch einen Kuchen gebacken, ein Karottenküchlein. Zurück in den Käfig, Eule! Und die anderen auch alle! Ihr habt einen so langen Weg hinter euch. Ich denke, ihr müsst schrecklich müde sein. Dann bleibt doch über Nacht. Wirst du wohl kommen? Ich krieg dich sowieso. Herr Bratspieß! Wie haben Sie das geschafft, Captain? Oh, ein Wort mit 8 Buchstaben, Herr Bratspieß. Es beginnt mit G und endet sehr schick. Mit Geschick hab ich's geschafft. Oh ja, natürlich mit Geschick, sehr geschickt. Die Tiere liefen mir praktisch zu, Herr Bratspieß. Fehlt jetzt nur noch der Elch für meine Sammlung. Und schon bekommen wir unsere Knete. Ich meine natürlich, meine Knete ist mir dann sicher. Sieht aus, als wäre der Förster nicht da. Sieht aus, als wäre überhaupt niemand da. Oh, ich hoffe, dass Bobo noch da ist. Bobo! 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 Herr und Frau Hase, was gibt's? Was ist passiert? Unsere Lieblinge versuchen, Dr. Eule zu retten. Er ist von den Wilderern gefangen worden. Was? Wir brauchen die Hilfe des Försters, Bobo. Und deine auch. Er ist aber nicht hier. Und das Haus ist abgeschlossen. Ich will Ihnen nichts tun. Ich möchte Ihnen wirklich nur helfen. Es geht um die Wilderer. Sie haben ihre Kinder gefangen. Nein, nicht meine Kinder, bitte. Was haben Sie mit ihnen vor? Sie wollen sie an die Wiesel verfüttern. Die Zeit wird knapp, Bobo. Wir müssen sie da rausholen. Aber wie? Ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder zurück. Ah!
geschafft, Maurice. Bitte, Bobo, du musst uns helfen. Aber Dr. Eule hat gesagt, es ist meine Aufgabe, den Förster vor diesen schrecklichen Menschen zu warnen. Und Angie hat gesagt, es ist meine Aufgabe, das Haus zu bewachen. Bobo! Bobo! Zeig mir mal bitte deine Pfote. Du bist mittlerweile kein Baby mehr. Du bist gewachsen und damit auch deine Verantwortung, verstehst du? Bobo, wenn man älter wird, wird es immer schwieriger, Entscheidungen zu fällen. Wenn der Förster hier wäre, würde er dir sagen, was du tun solltest, und du würdest gehorchen. Wir waren früher einmal wie Eltern für dich, Bobo. Du musst jetzt einfach auf uns hören. Was soll ich denn tun? Aus deinem Herzen wird nie etwas Schlechtes kommen. Vertrau deinem Herzen, Bobo. Es wird dir das Richtige raten und dich auf den richtigen Weg führen. Wir beide sind Hasen, Bobo. Du bist ein Hund. Du hast die Kraft und Fähigkeit, uns zu helfen. Er hat recht, Bobo. Niemand kann das, was du kannst. Wir müssen handeln. Du musst eine Entscheidung treffen. Entschuldige, Angie, aber du wirst es verstehen. Ich habe es mir überlegt und beschlossen, meinen Freunden zu helfen. Kommen Sie, Herr Habicht. Los geht's. Wir schaffen das schon. Versuchen Sie, den Förster zu finden. Wir erzählen ihm alles. Fragen sollen, bevor wir losgelaufen sind. Ja, sowas Dummes zu tun hätten sie uns nie erlaubt. Irgendwo hinzugehen, wo böse Menschen leben. Ja, dann wären wir zu Hause und würden was essen, anstatt nur daran zu denken. Bobo hört auch darauf, was der Förster sagt. Mama und Papa müssen sich fürchterliche Sorgen machen. Ja. Der Sturm wird schlimmer. Wir sollten hier lieber übernachten. Ich flieg nach oben. Du musst in der Wildnis tun, was du für richtig hältst. Was würden die Hasen jetzt wohl tun? Ich weiß, sie würden sich sicher ein Loch graben. Ich würde dich nur so anlügen, Großvater. Ich würde mein letztes Hemd darauf verwetten. Das war ja lustig. Hier passiert irgendetwas Schlimmes, Angie. Bobo hat versucht, uns zu warnen, bevor wir losfuhren, aber ich wollte ihm nicht zuhören. Gefährlich, bei dem Sturm loszugehen. Wir können niemandem mehr helfen, wenn wir nicht mehr leben. Was können wir denn nur tun? Ich habe ein Hotel gesehen vor ein paar Kilometern. Wir werden dort übernachten und morgen früh weiterfahren. Ich habe so einen Hunger. Ich könnte sogar eine Wurzel essen. Hasen lieben Wurzeln. Und überhaupt, Futter ist Futter. Hier ist Hubert Rattenzahn. Mittlerweile habe ich meinen Teil erfüllt. Nun kommt Ihre. Rattenzahn! Oh, Herr Allmacht, was für ein Vergnügen. Ich wollte eben... Haben Sie meine Tiere, Rattenzahn? Alles unter Dach und Fach, Herr Allmacht. Ich war gerade auf dem Weg, mir den letzten Knilch zu schnappen. Ich meine, den letzten Elch. Ich werde die Tiere heute Nachmittag abholen. Und wo gedenken Sie hinzugehen, Herr Bratspies? Ich will Ihnen dabei helfen, den Elch zu fangen, Captain. Sie werden nichts dergleichen tun. Sie und Ihre verlausten Schmalhemdhelfer werden auf diese verfluchten Tiere aufpassen. Wir haben nur noch heute Nachmittag Zeit, diesen Auftrag zu erfüllen. Ich kümmere mich um den Elch und Sie achten auf die Viecher. Ich will nicht, dass uns das Gelumpe nochmal entwischt. Also, Bobo, bist du bereit, den neuen Tag zu nutzen? Ich hoffe es. Na dann steig auf und ab geht's in die Lüfte, mein Junge. Dieser Tu-nichts-gut fährt irgendwo hin. Er hat es eilig. Er wird hinter Maurice her sein. Armer Maurice. Armes Bäuchlein. Wir sind alle arm dran. Musik.
du auch etwas? Ja, aber ich bin so hungrig, dass sogar du im Moment gut riechst. Klingt ja scheußlich. Aber wenn du so hungrig wärst wie ich, dann würden dir auf wundersame Weise Flügel wachsen. Und du würdest aus dem Fenster fliegen und diesen Sack mit Fleisch holen, der am Flaggenmast hängt. Vielleicht würde ja, wenn ich dich aus dem Fenster werfe, dieses Wunder Wahrheit werden, Gordy. Wenn du es wagst, mich anzufassen, wirst du dir wünschen, nie geboren worden zu sein. Ach ja? Ja! Ach ja? Ja, versuch doch, mich aus dem Fenster zu schmeißen. Ich hab ne Idee. Also, hast du zugehört? Übrigens, wenn du wirklich an Wunder glaubst, dann kannst du ja um ein bisschen Fressen beten. Warum fängst du nicht selber an zu beten? Weißt du, vielleicht werde ich das gleich wirklich tun. Ich werde mich ihm anschließen. Warum starrst du mich so an? Hör du erst mal auf, mich anzustarren! Gordy? Es ist Futter, Gordy! Es ist mehr als das! Es ist ein Wunder! Was für ein fantastischer, wirklich besonderer Tag! Das Futter kocht wie aus einem Wasserhahn. Hammerhäppchen für uns alle. Ich brauche Baseballhandschuhe, um sie alle fangen zu können. Oh, danke sehr. Danke, danke. Wenn zwei Wiesel schon beten, war der Hunger eine furchtbare Qual. Und dann kommt von oben ein leckeres, himmlisches Mahl. Wie Mutter schon sagte, lern zu beten, denn Beten macht stark. Doch wer hätte gedacht, dass es so viele brach auf einen Schlag. Was für ein fantastischer, wirklich besonderer Tag. Wir sind doch zwei richtige Glückswiesel. Es gibt einen Happen für dich und einen Happen für mich und einen Happen für dich. Ich werde jetzt nie wieder hungrig sein. Nichts wird diesen wunderbaren Tag mehr verderben. Das Gute kam diesmal von oben und hat unsere Mägen gefüllt. Ein leckerer Glücksschauer hat unseren Hunger gestillt. Wie Mutter schon sagte, lern zu beten, mit Beten macht stark. Doch wer hätte gedacht, dass es so viel gebracht auf einen Schlag. Was für ein fantastischer, wirklich besonderer Tag. Es bringt also wirklich etwas, wenn man sich bemüht, gut zu sein. Ich habe daraus gelernt, was ich falsch gemacht habe. Wie Mutter schon sagte, lern zu beten, denn Beten macht stark. Doch wer hätte gedacht, dass es so viel gebracht auf einen Schlag. Was für ein fantastischer, wirklich besonderer Tag. Gelobt sei, was das Gute vermag. Was für ein überaus bemerkenswerter, einfach sensationeller, wie wohl das uns beiden tut. Und es schmeckt auch so gut. Für allen fantastischer, wirklich besonderer Tag. Wie hast du uns gefunden? Wie bist du hier hingekommen? Wie hast du die Wachen überlistet? Hast du was zu essen mitgebracht? Also wollt ihr nur rumsitzen und Angsthasen sein? Oder wollt ihr lieber wieder nach draußen? Wir sind froh, dass du bei uns bist. Du bist mein Held, Bobo. Das ist im Moment nicht wichtig. Darüber reden wir später. Kommt jetzt! Was für ein Gestank. Oh, ihr Jungs solltet mal ein bisschen schwimmen gehen. Mir ist egal, wie kalt das Wasser ist. Was? Sie hauen alle ab? Alle hauen ab. Oh, mehr als alle.
faulen, übel riechenden Säcke, sonst sehen wir die nie wieder. Einen Plan. Und was für einen, Dr. Eule? Wir müssen uns aufteilen. Bobo, kannst du die Hasen in Sicherheit bringen? Ja, wenn mir Theo dabei hilft. Okay, also dafür seid ihr jetzt verantwortlich. Die anderen verteilen sich im Wald, dann können sie uns schlechter finden. Ich muss los und Maurice helfen. Viel Glück und beeilt euch, ja? Viel Glück, Freunde. Wir sehen uns dann am Baum von Dr. Eule. So, und wir sind jetzt wieder zusammen. Alle vereint, richtig? Richtig. Machen wir uns auf den Weg. Beeilt euch, sie haben uns fast eingeholt. Halt dich fest, Kleiner! Und uns in dem hohlen Baumstamm verstecken, bis die Gefahr vorüber ist. Gute Idee, Coco. Machen wir. Oh nein! Nicht schon wieder! Mein Motorrad ist doch ein Geschenk von Mami. So, mein lieber Elch, komm zu Papa. Oh, wieder einer dieser blöden Tage. Lauft schon vor, Jungs. Ich muss mich erst einmal setzen. Beeilt euch, springt alle hier rauf. Theo, du ganz nach vorn. Eins, zwei, drei. Was läuft heute verkehrt? Lasst uns mit dem Fass die Tür verrammeln.
Armer, hier zu sterben, nie mehr das Lied der Lebenden zu singen. Ich hab versucht, dich zu fangen. Ich hab's nicht besser verdient. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde hier liegen bleiben und einfach erfrieren. So laufe dann fort, guter Elch. Du hast es besser verdient. Du bist verletzt. Meine Mutter hat immer gesagt, hilf denen, die in Not sind. Jawohl. Oh. Oh, du bist so gütig. Du großes, schwachsinniges Hornvieh. Eines Tages, wenn du ausgestopft wirst, hast du wenigstens ein bisschen Masse zwischen den Ohren. Ich hasse solche Überraschungen. Komm schon, die sind da drin. Puffer, wie bist du da schon wieder hochgekommen? Ja, ich weiß, man braucht dazu Köpfchen. Sie sind alle da. Irgendwie fühle ich mich recht unwohl hier. Macht alle die schlimmsten Geräusche, die ihr könnt. Hey, das ist doch die alte verwunschene Mühle. Meinen Vertrag stehen, Fledermäuse und Monster! Nein, das ist nur ein Trick. Wartet, komm zurück, das ist ein Trick! Nein, es ist kein Trick, es ist kein Trick! Es war doch ein Trick! Irgendetwas ist hier bestimmt passiert. Wo ist Bobo? Bobo! Bobo! Ich glaube nicht, dass er hier ist, Angie. Was glaubst du, Großvater? Wo ist er? Er würde doch nicht weglaufen. Bobos Spuren führen durch den Zaun in den Wald. Sieh doch mal! Es sieht aus, als ob sie uns was sagen wollten, Großvater. Ich glaube, du hast recht, Kleines. Bobo würde nie weglaufen, wenn seine Freunde in Gefahr wären. Wir müssen ihn sofort finden. Vielleicht braucht er Hilfe. Allmacht, oh Allmacht. Dies ist doch keine Knallmacht. Niemand macht einen Idioten aus Hubert Rattenzahn. Und besonders nicht eine Eule. Langsam nehme ich's persönlich, wenn's so weitergeht. Captain, ich habe schlechte Neuigkeiten. Es ist der Wilderer. Er ist mir und Maurice gefolgt und seine Verbündeten folgen den Spuren, die ihr im Wald hinterlassen habt. Aber was sollen wir jetzt tun, Dr. Eule? Ich habe eine Idee, aber wir müssen uns beeilen. Also, wo sind die Tiere, Herr Bratspieß? Die blöden Tiere sind uns entwischt. Es ist Zeit, nun endlich aufzuräumen, Herr Bratspieß. Ich will, dass wir diese Viecher fangen, genau wie die verdammte Eule. Sie haben's geschafft, Captain. Sie haben es geschafft. Oh, Ende gut, alles gut, nicht wahr, Herr Bratspieß? Nun ist es wohl aus mit deiner Weisheit, du mottenfressender, glubschäugiger alter Vogel. Was tun Sie da, Rattenzahn? Was? Wo sind meine Tiere? Ich habe dieses Gewehr auf der Straße gefunden. Ich glaube, dass es Ihnen gehört. Merkwürdig, wo kommt denn die Knarre her? Merkwürdig ist, dass sie vor Ihren Augen abgefeuert worden sein muss. Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt, dass die Tiere auf keinen Fall verletzt werden dürfen. Und so wie es aussieht, haben Sie meine Order in jeder Hinsicht missachtet. Wissen Sie, so einfach dürfen Sie es nun auch wieder nicht sehen. Wissen Sie, Hören Sie, Sie sind gefeuert. Gefeuert? Ich werde Ihnen zeigen, was gefeuert heißt. Zwei... Nein! Nein! Drei! Sie haben wohl
Zeug geglaubt, dass ich bloß ein Felsen wäre, was? Was ist passiert, Herr Bratspieß? Ich glaube, das nennt man überlistet werden. Und was soll das nun für mich bedeuten? Dass Sie wohl doch nicht ganz so schlau sind, wie Sie es immer gern betonen. Was? Wenn Ihnen die Tiere nicht so auf dumme Art entwischt wären? Wenn Sie bloß ein einziges Mal auf mich gehört hätten, mein lieber Hubert! Warten Sie es nur nicht, mich einfach Hubert zu nennen! Warum denn nicht? Bobo, ich bin so stolz auf dich. Du bist sehr mutig. Sie werden mich nicht mehr herumkommandieren. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Dafür was habe ich nur Furchtbares getan? Das möchte ich auch gerne wissen. Bei den beiden ist mir das klar. Aber was haben Sie mit der Sache zu tun? Es ist alles seine Schuld. Er hat uns beauftragt. Er ist verantwortlich für alles. Ja, ja. Er und Hubert. Ja, Hubert. Hubert, das bin doch ich. Ja, das sind Sie. Sie und das wird Sie, Sie haben vielleicht sogar recht. Sie aber so weit wollte ich es nicht kommen lassen. Ich versichere Ihnen, kein Tier sollte verletzt werden. Das mag wohl sein. Aber das werden Sie dem Richter erklären müssen. Vielleicht beginnt Angie langsam zu verstehen, dass Verantwortung oftmals über die Grenzen des eigenen Gartens hinausgeht. Bravo! Du bist ein Held! Du bist unser bester Freund! Wir haben dich alle lieb. Bobo, ich hab schon wieder Hunger. Ich hab die ganze Zeit nichts gegessen. Frohes Vogelzwitschern klingt hoch durch die Lüfte. Alle Lebewesen fühlen sich unbeschwert. Im Wald gibt's keine Zwietracht, wenn den Frieden keiner stört. Das ist Lebensharmonie. Leben wir zusammen, teilen alles, weil zur Freundschaft das gehört. Im Wald gibt's keine Zwietracht, weil den Frieden keiner stört. Das ist Großvater. Das war der Richter. Bobo hatte anscheinend recht mit seinem Instinkt. Recht? Womit denn? Nun, recht, dass in diesem Herrn Allmacht mehr steckt, als man mit bloßem Auge sieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir lachen und gemeinsam singen können und ein